Jetzt reicht's auch mal, Frau Brahe. Hi und herzlich willkommen hier wieder auf dem Kanal. Die Produktion hat uns gebeten, eine Runde Stadt, Land, Fluss zu spielen, nur in Extrem. Was genau ist eure Lieblingsstadt? Deutschland. Das ist ein Land, mein Witz. Naja, jedenfalls haben wir halt die Extremversion. Wir haben krasse Kategorien und die werden wir euch jetzt mal vorstellen. Also ich wäre für Anmachspruch. Ich würde Ort für Sex nehmen. Erfundener Pornotitel. Mhm. Oh je. Anderes Wort für Penis. Oh, da bin ich ganz schlecht. Monetarisierung okay. In diesem Video schon mal. Ciao. Okay, alles klar, dann bis dann. Ciao, ciao. Ich nehme noch, ich würde sagen, ruft man beim Sex ist eine tolle Kategorie. Sexunfall. Okay, dann haben wir 6 Kategorien. Und dann schreiben wir alle mal Kategorien auf jetzt. Okay. Okay, A. Stopp. K. Okay. Und auf die Plätze, fertig, los. Fertig. Ja, ich bin auch fertig. Okay. Starten wir mit Anmachspruch? Ja. Mhm. Mhm. Ich hab komm mal her, Schnecke. Okay. Ich hab einfach, kannst du mir deine Nummer geben? Ja. Und ich hab, hey du süße Kirsche. Genau, es fängt halt nur mit H an, Frau Bra. Ja, aber Kirsche habe ich genommen. Also, Kirsche. Okay, okay, ja. Okay, dann das geht, jeder 10 Punkte. 10. Okay. Ja. Was hast du für ein Pornotitel, Jojo? Kekse, Kuchen, Küsse. Mhm, ist gut. Ich habe Cassandras Arsch. Okay. Ich habe Kacki im Mund, Penis im Schlund. Hat Penis gesagt. Okay, jeder 10, würde ich sagen. Anderes Wort für Penis? Hab ich nicht. Ich hab Kondomhalter. Oh, ist auch gut. Ich hab Kolben. Ich hab 0. Okay, Orte für Sex? Ich hab Angst, sitzen zu bleiben. Kino. Küche. Nice. Okay, cool. 10 Punkte. Ruft man? Komm schon. Ah. Ja, komm schon ist besser. Ich hab Kachbart. Okay. Klar, das darf man nicht sagen. Auf, ja, aber wenn man einen entwürdigen will. Ich hab Kacke, also Kacke. Ich will nur ein bisschen... Frau Brahe, ich weiß nicht, was Sie beim Sex rufen, aber ich find's ziemlich unanständig. Da finde ich Kacke besser. Also, okay, aber ich würde sagen, ja, nochmal jeder 10 Punkte. Sexunfall habe ich Kondom kaputt. Ah, ja, das ist eigentlich ist das Einzige, was richtig ist, Alter. Was hast du? Wieder Kacke. Jetzt reicht's auch mal, Frau Brahe. Okay. Das kann ja passieren, also wenn man zum Beispiel, ich glaube, das darf ich gar nicht erklären, aber es könnte passieren, dass, egal, ja. Mhm, ich geb mir keinen Punkt, ich hatte da Knie in die Fresse, aber das ist irgendwie eine Funktion. Ah, würdest du mir 10 Punkte geben für meine Antwort? Nee, du kriegst auch keine 10 Punkte, du kriegst 20 Punkte. 20? Ja, weil du der Einzige bist, der was Richtiges hat. Oh. Aber das könnte wirklich ein Unfall sein. Ja, aber dann nennt man das anders, der Unfall ist nicht Kacke. Okay, gut. Dann habe ich 0. Okay, Jojo, willst du das Alphabet mal aufsagen? Darf ich laut? Nein. Du musst es in deinem Kopf. A. A. Stopp. J. Gut, dann J. Was habt ihr für einen Anmachspruch? Ich habe Jungfrau lass sexen. Oh. Ich habe Jo, du siehst ja übel nice aus. Und ich habe joggen wir heute Nacht zu mir nach Hause. Ja, nice. Ist gut. Sehr schön. Cool, da haben wir alle 10 Punkte, oder? Ja, ja, einfach mal. Bei Pornotitel habe ich Jungfrau entjungfert. Oh, sehr stark. Vielen Dank. Stark. Sehr stark. Dankeschön. Du bist echt gut. Ich wirklich weiß. Bei mir ist es schon ein zweiter Teil tatsächlich. Er heißt Jetzt oder Nie. Er hat Wichser am Knie, Part 2. Oh, cool. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich hatte zwei so Jojos Sexspielzeug oder Jungfrau hat einen Dreier. Jojos Sexspielzeug? Ja. Wieso denn Jojos Sexspielzeug? Vielleicht bin ich ja Pornodarsteller. Ja. Kann doch sein. Also die machen jetzt hier ein Porno-Wortspiel aus ihrem Nein. Es gibt doch mehrere Personen, die so heißen. Das stimmt doch gar nicht. Oh mein Gott, du bringst mich gerade in eine Situation, die... Okay, also meine ich Antwort ist... Abitur, okay? Also meine Antwort ist, Jungfrau hat Dreier, um ehrlich zu sein. Okay, ja, nice. Genau. Ja. Okay, was hast du anderes Wort für Penis? Keins. Ich hab Jürgen. Ich hab Johann. Jürgen gewinnt, Johann. Johann? Kann ich mal dein Jojo sehen? Das ist aber auch gemein.
Okay, dann habe ich 0 Punkte. Ich habe kein Problem damit. 8 für 6. Ja, da habe ich tatsächlich, da war ich mit dem Forscher in der Jagdhütte. Oh, wow, wirklich sehr stark. Julia, seitdem du Sex hattest, bist du einfach anders. Du bist wirklich erfahren. Also ich habe einen Jaguar. Ein Auto? Mhm. Ich habe im Jemen. Man kann auch in den Jemen fahren. Ins Land dann. Auch nicht schlecht. Und beim Sex habe ich junge Vorsicht. Ich wollte auch sowas in der Art nehmen. Ich habe ja, mach weiter. Ich habe jetzt Spritz schon ab. Ja, Sex und Feier habe ich keinen. Ich habe auch leider nicht, das ist mir nichts eingefallen. Ich habe Jungfernhäutchen kaputt. Das ist ja. Kondom kaputt, Jungfernhäutchen kaputt. Ja. Das stimmt, sehr gut. 20 Punkte. Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt bist du dran. A. Stopp. G. Wie Gebärmutterhals. Krebs. Oh Gott. Okay. Fertig. Oh mein Gott. Ist es Alter, ich hab rasiert. Ist es gerade dein? Ich hab erstmal 2. Ja, ich hab auch nur 2. Oh mein Anfänger. Gott. Anfänger. Hattet ihr noch nie Sex? Okay. Anmachspruch. Geh mal Bier holen. Wow. Mhm. Okay. Und ich hab, geh mit deinen Großeltern besuchen. Das macht man so in meinem Alter. Ja. Ist schon, ich weiß nicht, was ihr so macht, aber bei mir ist es so. Kuchen essen zum Beispiel. Genau. Also habe ich 10 Punkte. Ja. Du hast nichts. Okay. Nee. Ist auch nicht schlecht. Schade. Bei Pornotitel habe ich Glory Hole unzensiert. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich nie die Assoziation zu Dings irgendwie. Meins heißt Grunzen tun nicht nur Schweine. Alter, ich hab, auch so heute, Alter. Ich hab gefunden, geheiratet, gefickt. Anderes Wort für Penis? Glied. Ja, so weit waren wir halt nicht. Wort für Sex? Gartenhaus. Hat dir der Garten angezeigt wahrscheinlich? Ja. Ich war bei Villa der Liebe zum Gast am Set, hops genommen. Und der hat mich hops genommen. Im Gartenhaus. Ruft man beim Sex, gib's mir? Ja, da habe ich gib ihm in einem Dreier. Und bei Sex und Fall habe ich Gliedbruch. Gliedbruch, ja, geil. Jojo hat auf jeden Fall rasiert, würde ich sagen. Bin ich auch. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich Teil dieser Challenge sein durfte, die mich vom Thema Sex abgelenkt hat. Naja. Ja, auch vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ihr dürft natürlich gerne einen Daumen nach oben geben und folgt diesem Kanal. Und wir sind natürlich sehr gespannt. Küsst euch mal, ein verliebtes Ehepaar. Küsst euch mal. Wir sollten hier abbrechen. Ciao.